1945 wurde im Potsdamer Abkommen Deutschlands völlige Entwaffnung beschlossen. 1949 erklärte Adenauer in einem Interview, dass Deutschland kein Verlangen nach einer neuen Armee haben werde. Franz Josef Strauß soll beteuert haben, dass seine Hand verdorren möge, wenn er je wieder ein Gewehr ergreife. Der Bundestag lehnte die Wiederaufrüstung ab. Im Dezember 1950 einigten sich die Atlantikmächte über eine Verteidigungsmacht mit einem deutschen Truppenkontingent. Und am 2. Januar 1952 teilte Blank als Sicherheitsbeauftragter mit: Das deutsche Kontingent werde 12 vollmotorisierte Divisionen umfassen. Von der Demilitarisierung bis zur Remilitarisierung brauchte man gerade 6 Jahre. Was auch geschieht, was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.